auf Instagram habe ich ja schon ein Bild gepostet. Der ein oder andere hat es schon geliked und gesehen. Auf jeden Fall sollte ich eigentlich erst um 7 Uhr dort sein. Jetzt ist Ankunftszeit 6.10 Uhr. Ich bin aber jetzt schon losgefahren. Ich bin um 3 Uhr oder so aufgewacht und dann konnte ich einfach nicht mehr pennen und war völlig ausgeschlafen. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt fahre ich halt einfach los. Und ich filme jetzt gerade mit dem Stativ hier. Das steht jetzt rechts neben mir. Ich hoffe, das bleibt einigermaßen stehen. Ich muss mal gucken, wie das nachher wird. Ob die Bilder, die Aufnahmen arg verwackelt sind oder nicht. Und je nachdem werde ich das dann öfter machen. Ansonsten gibt es halt wieder die Position hier links an der Scheibe, wo man ein bisschen Tacho sieht und sowas. Und ich glaube auch, dass die Soundqualität anders ist bei der alten GoPro und jetzt bei der. Das werde ich aber erst beim Schneiden merken. Also bitte. Also beziehungsweise ich habe mir die Dateien angehört von der Hero 6 jetzt auf dem Laptop gestern, wie das rüberkommt. Und es hat sich schon anders angehört. Also auch nicht schlecht, aber halt von der Tonart irgendwie anders. Und jetzt hoffe ich halt, dass es nicht so ein arg großer Unterschied ist. Deswegen braucht ihr es mir nicht in die Kommentare schreiben, wenn der Ton unterschiedlich war. Das weiß ich dann selber. Ich hoffe ja, dass die GoPro jetzt es einigermaßen einfängt, die Hero 6, die Nachtaufnahmen. Alles muss man mal gucken, wie es wird. Sehe ich alles erst beim Schnitt. Zum Glück bin ich doch so früh losgefahren. Mir ist gerade nämlich eingefallen, dass ich mein Navi noch umstellen musste von PKW zu LKW. Und jetzt habe ich es umgestellt. Jetzt bin ich schon eine halbe Stunde später Ankunftszeit. Das heißt also, wenn ich um 5 losgefahren wäre, dann wäre ich sogar zu spät gekommen. Also doch wieder alles richtig gemacht. Du bist doch ein Trottel. Gib doch Gas. Eine Sache, die ich nicht hätte, wenn das mein LKW wäre, das sind da unten diese LED-Tagfahrlichter irgendwie. Ich weiß nicht, mir gefallen die nicht so. Und eigentlich war hier auch ein Standlicht kaputt, eine Standlichtbirne, aber irgendwie jetzt, entweder sind beide Standlichtbirnen jetzt unten kaputt gegangen oder die gehen nicht mehr, weil oben. Oben gehen sie noch, wie man sieht. Was ich auch gerne an jedem Auflieger hätte, sind diese LEDs hier. Ich finde, die sehen auch richtig cool aus, vor allem wenn man von weiter hinten guckt. Ist schon mega geil. Das ist auch mal ein geiler Automat hier. Ich habe ja nichts zu essen. Deswegen muss ich mir jetzt da was holen, damit ich wenigstens irgendwas zum Frühstücken habe. Und ich glaube, ich muss dieses Superview mal ausmachen, weil ich habe so das dumpfe Gefühl, dass dieser Fischaugeneffekt da viel zu krass ist. Aber das muss ich mir heute Mittag mal am Computer angucken, wenn ich Zeit habe. Und dann entscheide ich das. Ich bin auf jeden Fall zu früh. Ist noch niemand da in der Dispo bei denen. Und ja, jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde stehen hier, bis sie mal kommen. Oder dreiviertel Stunde. Wie viel haben wir denn jetzt? Viertel nach 6, oder? Ja, 6:30. Dann werden die wahrscheinlich auch erst um 7 aufkreuzen, wenn ich um 7 hier hätte sein sollen. Aber dann lege ich mich jetzt vielleicht noch mal eine halbe Stunde hin, mache einen kleinen Powernap, weil jetzt kommt langsam die Müdigkeit. Also es ist ja ein bisschen scheiße, weil es so, weiß ich nicht, ich hätte heute auch noch eine halbe Stunde länger pennen können, aber naja, egal, jetzt muss man das Beste draus machen. Ich meine, so viel muss ich heute auch nicht mehr arbeiten. Jetzt an der Rampe um kurz nach 7, halb acht, um viertel nach war einer dann dort da im Büro und genau, hat mir gesagt, fahren die Rampe und jetzt werde ich ja hier abgeladen und gleich wieder geladen, aber das seht ihr dann natürlich sowieso in der nächsten Einstellung. So, geschafft, ich habe geladen, ich bin bis zum Rand voll. Ich glaube aber, das Zeug, was in Hausach rauskommt, das sind nur 3-4 Paletten ganz hinten. Und der Rest ist alles für Offenburg. Muss jetzt gerade noch mal gucken. Das wird wahrscheinlich knapp, weil ich glaube, ich soll bis um 11 Uhr auch in Offenburg sein. Bei 9 Uhr, 10, 11, 2 Stunden.
Wollen wir mal gucken, ob das reicht. Jetzt muss ich erstmal schön noch die Papiere holen. Und dann geht's weiter. Tja, es ist, wie ich gedacht habe. Aber jetzt müssen wir erstmal telefonieren. So, wir haben jetzt 9 Uhr. Ich habe geladen und also abgeladen und direkt dort wieder geladen bekommen. Und ja, ich hätte eigentlich bis um 11 in Offenburg sein sollen. Das reicht aber nicht. Ich bin zwar um 11 beim ersten Kunden, aber das ist nicht der in Offenburg, sondern in Hausach. Ich fahre viel zu schnell. Das fällt mir gerade auf. Es lag allerdings nicht an mir, sondern es war einfach, ja, einfach zu wenig Personal vorhanden oder was weiß ich. Und dann hat man mich halt nicht gleich abladen können und wieder laden. Und ja, jetzt muss ich halt so fahren. Und wie ihr seht, es ist nichts los. Es ist einfach wegen zwischen Weihnachten und Neujahr geht halt nicht viel. Also selbst hier ist normalerweise mehr Verkehr, obwohl man hier schon relativ abgelegen ist, das muss ich dazu sagen. Und ja, jetzt düse ich mal da runter nach Hausach, lade das erste ab und dann geht es ganz schnell nach Offenburg, so schnell wie es geht, das zweite abladen. Und dann ist ja schon wieder Feierabend. Also ist das heute doch alles relativ easy, könnte man sagen. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob ich hier den Laden finde. Das muss hier irgendwo sein. Wie heißt der denn nochmal? Siehst du, da ist ein Lidl. Davor, also scheint das echt richtig zu sein. Ich glaube, das da mit der roten Flane da, das ist es. Oder auch nicht. Doch nicht. Am besten fahre ich rückwärts rein, oder? Ja. Ja. Ihr wisst ja, rückwärts links ist immer besser als rückwärts rechts. So. Nur mal gucken, dass da rechts nichts steht. Nicht, dass ich jetzt noch irgendwo reinmonz. Habe ich Platz hinten. Ist halt auch eine super Einfahrt hier. Mal dazu sagen. So, jetzt gehe ich da erstmal kurz rein und frage mal, welche Rampe ich da fahren soll, links oder rechts. Und was mir aufgefallen ist, was richtig beschissen ist, in meine Schuhe hat es voll reingeregnet. Weil nämlich, die Karre ausmachen. So, das brauche ich. So, und zwar sind meine Schuhe sind nass, weil nämlich durch das Loch hier kommt halt kommt halt Wasser raus, wahrscheinlich aus dem Radlauf. Ja, wahrscheinlich kommt es da oben rein und dann kommt es auf jeden Fall hier raus. Und meine Schuhe stehen ja hier und das ist natürlich alles nass geworden. Jetzt war hier zwar richtig, aber da gehen jetzt nur 10 Paletten hier hin. Jetzt habe ich 10 Paletten hier abgeladen und muss 5 wieder mitnehmen und zu ihrem anderen Lager fahren. Das ist also alles gerade ein bisschen
bisschen blöd. Ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich es ja Offenburg doch nicht ganz so verspätet. Aber jetzt habe ich keine Chance mehr, das irgendwie noch mit 10 oder 15 Minuten zu spät hinzukriegen. Jetzt ist natürlich ein bisschen doof. Das Gute ist halt, dass dieses Außenlager, das Hauptlager, nicht so weit weg ist. Also nur 5 Minuten Fahrt. Das ist also von der Strecke her nicht so tragisch, aber ja, ein bisschen nervig ist natürlich schon. Dafür gibt es jetzt halt eine Ortsdurchfahrt durch Hausach. Also hier Sightseeing vom Feinsten. Hier rechts Rudis Backstüble. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Und bügelfrei, wir machen ihre Falten platt. Befindet sich auch hier rechts. Das ist ein toller Laden. Ja, und dann neigt sich Hausach auch schon wieder dem Ende. Shit, jetzt bin ich zu. Ach, kacke, ich hab's mir doch gedacht, dass ich da vorne rein muss. Mist. Jetzt muss ich irgendwo kurz umdrehen. Ach, blöd, echt. Das ist doch blöd, das ist doch blöd, das ist doch. Kommt natürlich nichts zum Drehen. Na, wobei vielleicht. Ach, so, dann muss ich halt jetzt hier noch mal raus und dann fahre ich vorne wieder rein. So ein Scheiß. Also nächster Versuch. Diesmal fahre ich hoffentlich nicht dran vorbei. Eieiei, wie soll ich denn da an die Rampe kommen? Jetzt wird's spaßig. Jetzt nehme ich super viel Platz. Nehme ich überhaupt keiner. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier irgendwie einigermaßen geht. Aber ich glaube, ich habe da sogar mich zu früh aufgeregt. Das ist natürlich nicht optimal, aber das kriegt man schon irgendwie hin. Rum. So, nicht schön, nicht schön, aber funktional. Also jetzt lade ich mal das Zeug hier noch ab. Das ist ja auch erledigt. Jetzt geht's ab nach Offenburg. Ja, ich bin 11.56 Uhr, sagt er jetzt Ankunftszeit. Ha, also, wenn ich Glück habe, klappt es noch vor Mittag. Und wie es so oft ist, kommst hin zur Abladestelle, hast dich so bemüht,
dass es klappt und tada, Hochregallager ist voll. Wir kommen raus, wir holen dich. Ja, also jetzt kann ich hier erstmal, wie viel Uhr ist es jetzt? 12 Uhr. Ich denke, vor 14 Uhr bin ich hier sicherlich nicht weg. Das wäre ja schön, wenn ich jetzt wenigstens absatteln könnte, dann könnte ich da rüberfahren zum Edeka. Aber ich glaube, das ist auch nicht so toll, wenn ich das jetzt einfach so mache und die dann mich nachher suchen und da bin ich nicht da. Ach, das ist also, ja, ein bisschen nervig. Ein ganz kleines bisschen nervig. So, ihr dürft jetzt dreimal raten, wie viel Uhr es ist. Ich bin jetzt nämlich leer. Ja, und es ist genau 14.12 Uhr. Also habe ich wieder hier top geschätzt, muss ich sagen. Also muss ich mal wieder selber loben. Ich habe aber die Standzeit genutzt, wenigstens das. Und habe mal die ganzen GoPro-Aufnahmen angeguckt. Und ich muss sagen, also ich weiß, ich bin momentan gemischter Dinge. Ach shit, ich muss ja noch eingehen, wo ich hin muss. Ups, das mache ich gleich mal. Gemischter Gefühle, weil irgendwie... Also die Aufnahmen bei Nacht sind definitiv besser, deutlich besser als mit der Hero 4. Aber aus irgendwelchen Gründen wackeln die Aufnahmen ganz komisch. Also bitte nicht in Beschwerde in den Kommentaren, wenn im ersten Teil die Aufnahmen ein bisschen so komisch schwammig sind oder ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, auf jeden Fall fahre ich jetzt nach Offenburg und stelle mich dahin und mache dann erstmal Feierabend. Und dann muss ich jetzt aber zuerst nochmal die Adresse eingeben und ich muss noch einkaufen gehen. Also ich habe noch jede Menge Zeug zu erledigen. Ich habe auch mal probiert, ob mein Computer Stream schafft, mein Laptop. Aber es hat arg gespackt. Jetzt muss ich mal gucken. Ihr werdet ja den Stream mitbekommen haben, wenn ich es hinbekommen habe. Ich bin jetzt wieder hier in der Zeitblase. Ja genau, und sonst, wie gesagt, also bei der GoPro muss man gucken, bitte nicht beschweren. Ich hoffe, jetzt ist besser. Ich habe jetzt mal Superview ausgemacht. Und filme jetzt wieder mit dem normalen Weitwinkel. Ich habe meinen Aufleger abgestellt, wie man wahrscheinlich sehen kann im Spiegel. Und ich fahre jetzt leer kurz rüber zum Einkaufszentrum. Weil ich ja, wie gesagt, nichts dabei habe. Ich habe nichts zu essen, nichts zu trinken. Und das tut sich ohne Aufleger. Es ist ein bisschen einfacher, weil da kann man halt auf die Supermarktparkplätze einfach drauf fahren. Also es geht bei manchen auch mit Auflieger. Aber wenn man keinen dran hat, ist es doch angenehmer. Und leider darf man ja nicht, wie in den USA, also ich weiß nicht, vielleicht gucken ja ein paar von euch auch Mirko auf Achse. Ich kann es nur empfehlen. Ich tue mal den Kanal in die Videobeschreibung rein, dann könnt ihr euch da mal reinklicken und das euch mal anschauen. Der fährt in Kanada oder Kanada und USA. Und da ist so, dass man so Off-Duty-Driving machen darf. Also man kann einfach das angeben, dass ich jetzt außerdienstlich fahre sozusagen und dann kann man halt zum Beispiel, oh geil, das kann ja. Und dann kann man halt zum Beispiel gerade sowas wie das hier jetzt zum Einkaufen einfach fahren. Und das macht es halt dann schon ein bisschen angenehmer. Ich meine, jetzt wäre es auch kein Thema, weil ich ja noch genügend Schichtzeit habe und so. Aber wenn ich jetzt, sag ich mal, übers Wochenende irgendwo stehe, da kann ich halt nicht irgendwie mal zum Einkaufen kurz fahren. Ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen doof teilweise. Da rechts sind, glaube ich, Zigeuner, oder? Was ist das da für ein komisches Lager oder? Diese Rewe Salatbar ist zwar richtig teuer, aber ich hatte so Bock. Und Äpfel habe ich natürlich noch dabei, auch ein bisschen was Gesundes. Dann brauche ich noch ein Wasser. Und eigentlich sollte ich noch ein bisschen Red Bull mitnehmen oder sowas, wenn ich das finde. Weil ich ja über Nacht fahren muss und wenn ich dann müde werde, dann pfeife ich mir mal gerne ein paar rein. Das hilft zumindest ein bisschen gegen Müdigkeit. Tja, das war ein teurer Einkauf. 70 Euro ausgegeben, aber egal, man gönnt sich ja sonst nichts. Ich habe natürlich auch jede Menge
tolle Sachen und leckere Sachen gekauft, die ich normalerweise eigentlich nicht mitnehme, deswegen. Also normalerweise gehe ich einkaufen für wie viel kaufe ich einen Monat oder für die Woche so 35, 40 Euro. Aber jetzt kam natürlich noch dazu, hier der Rewe-Aufschlag. Ich gehe ja wie gesagt zum Kaufland normalerweise und da ist es teilweise dann schon günstiger als beim Rewe. Aber jetzt ist egal. Geht es wieder nicht auf hier. Man muss immer dran denken, das Nightlock rauszumachen, sonst kriegt man ja die Tür nicht auf. Ich bin jetzt wieder zurück an meinem Parkplatz, wo ich jetzt dann auch übernachten werde. Ich versuche jetzt mal den Livestream zum Laufen zu bringen. Ich bin schon eine halbe Stunde zu spät, also sorry, aber es hat halt heute alles sich in die Länge gezogen. Und genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja, die nächste Folge geht dann praktisch in Frankreich los. Und genau, ihr wisst ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Die kommt am Mittwoch. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Jetzt hätte ich es fast vergessen, bevor die Folge vorbei ist. Natürlich wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denn diese Folge kommt ja am 31. Also wenn ihr das Video seht, ist es der 31. Und genau, wir sehen uns 2018 wieder. Genau am Moment. Montag ist der erste, Dienstag. Mittwoch am 3.1., 3. Januar müsste das nächste Video kommen oder 4. Januar. Da nagelt mich darauf bitte nicht fest, aber es kommt auf jeden Fall noch mindestens eine Folge. Und genau, das war jetzt auch schon der kleine Nachtrag. Jetzt könnt ihr es wirklich gut machen. Bis dann, ciao.